Bestimme die Richtung und den Richtungssinn der Lorentzkraft. Sobald wir hier den Strom einschalten, erfährt dieser elektrische Leiter durch die Lorentzkraft entweder ein Anziehen in den Magneten oder ein Abstoßen aus den Magneten. Die technische Stromrichtung in diesem Leiter, das ist von Plus nach Minus, also in diesem Richtungssinn. Das Magnetfeld B zeigt von Norden nach Süden, ist also senkrecht nach unten gerichtet. Dieser elektrische Leiter wird so durch die Lorentzkraft abgelenkt und die Lorentzkraft ist definiert durch Vektor Q mal V, vektoriell Vektor B. Also, wir können den Richtungssinn der Lorentzkraft zum Beispiel mit dem Korkenzieher festlegen. Wir setzen das Gewinde senkrecht zu Q mal V, also da ist ein rechter Winkel, und auch senkrecht zu B, also auch da ist ein rechter Winkel. Jetzt drehen wir den Korkenzieher immer von QV zu B hin, also in diesem Drehsinn. Und wenn der Korkenzieher so gedreht wird, bewegt er sich in diesen Richtungssinn. Und das ist der Richtungssinn der Lorentzkraft, was also bedeutet, dieser elektrische Leiter wird aus den Magneten hinausgestoßen. Diesen Richtungssinn hätte man auch durch die Regel der rechten Hand festlegen können, FBI, der Daumen zeigt in die technische Stromrichtung, der Zeigefinger zeigt in den Richtungssinn des Magnetfeldes und dann zeigt der Mittelfinger automatisch den Richtungssinn der Lorentzkraft an.